Hey Leute, was geht? Pronz dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel und passend zur Virtual Bundesliga Club Championship bei Bevestor, die dieses Wochenende stattfindet und bei der deutsche Clubmeister in FIFA 21 ausgespielt wird, gibt es heute eine Bundesliga-Freistoß-Challenge. Wer wird deutscher Clubmeister im E-Football? Die VBL Club Championship bei Bevestor. Das Finale. Dieses Wochenende live auf Twitch. Die Virtual Bundesliga Club Championship bei Bevestor könnt ihr dieses Wochenende auf Twitch verfolgen. Der Twitch-Kanal von VBL, wo das Ganze übertragen wird, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Samstag startet der Stream ab 13 Uhr, da könnt ihr die Gruppenphase gucken. Und Sonntag ab 11.30 Uhr gibt es Halbfinale und Finale und natürlich Siegerehrung des deutschen Meisters. Hier sind wir einmal auf der Website. Ihr seht, 8 Clubs haben sich für das Finalturnier qualifiziert. Und jeder davon kann am Ende deutscher Meister werden. Und da sind so starke Spieler mit dabei. Ich denke, ihr kennt alle Umut von Leipzig, Timox von Wolfsburg, Musti von St. Pauli und. Und all diese Spieler spielen in der Gruppenphase in diesen beiden Gruppen hier aufgeteilt, um ins Halbfinale einzuziehen und am Ende sogar deutscher Meister zu werden. Am Samstag werde ich übrigens als Kommentator bei diesem Event dabei sein. Ich habe richtig Bock, ich bin richtig gespannt, wer am Ende die Virtual Bundesliga Club Championship bei Bevestor nach Hause holt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer die VBL Club Championship gewinnen wird. So, hier haben wir auch schon unsere beiden Teams, mit denen wir antreten. Wie gesagt, es sind Bundesliga-Teams und zum ersten Mal auf meinem Kanal ist heute Fuki. Moin moin Freunde, endlich mal hier mit Danny auch mal was am Drehen. Direkt Freistoß-Battle, ich glaube, ich werde untergehen. Nein, ich glaube nicht. Also früher waren Freistöße mein Spezialgebiet, da habe ich jede Woche so eine Challenge gemacht. Jetzt ist es erstens todeslang her, zweitens Fuki ist auch ein kranker Spieler, der wird ja auch können. Und drittens, wir haben das Ganze nochmal ein bisschen umstrukturiert. Wir schießen nämlich mindestens aus 25 Metern. Wir machen nur Distanzfreistöße, damit es auch richtig schwer wird, die reinzumachen. Wir haben auch geile Schützen. Bei mir Rainer hat nach Cam-Style, glaube ich, 99 Schusskraft und 99 Freischusspräzision. Ich glaube, du hast auch so einen, ne? Ich habe Soboslai, der hat auch 99 Freischusspräzision. Präzision und 95 Schusskraft. Ja, man, auf jeden Fall ähnlich geile Stats. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal von Fuki abzuchecken, dann machen wir eine Elfmeter-Challenge. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Wir haben beide Jan Sommer am Tor, damit wir den kleinen Keeper haben, damit die Bälle überhaupt reingehen können. Und bin gespannt, wer mehr reinmacht. So, der erste Freischuss ist da. Man darf natürlich nicht den Keeper moven. Das wäre ein bisschen frech, nämlich. So, ich versuche den direkt mal gut zu schießen mit Reyna. Ist okay! Oh, ja, okay. Ey, First Traveler reinmachen. Sind aber, glaube ich, auch 25 Meter. Man sieht das ganz gut am Muster. Rote Karte? Nein, gar nichts. Hey, chill mal. Du willst auch unbedingt, dass die Mauer klein wird, ne? Alles ganz normal. Ja, 26 Meter. Hier Controller weg. Und dann gucken wir mal, was so geht. Mauer größer machen bringt eh nichts, weil man schießt eh über Mauer rüber. Ja, das ist doch gar nichts. Das ist doch gar nichts. Was war das für ein Scheiß-Freistoß? Full abgerutscht, sagst du. Nee, man muss halt Risiko eingehen, den perfekt zu treffen. Wenn man den nicht mit richtiger Kraft, Green Time Finish, vielleicht sogar Knuckleball probiere ich mal trifft, dann kann man es vergessen. Ey! Nachschuss. Ey, okay, der war jetzt nochmal besser als der erste. Perfekter Knuckleball. Ich habe nicht optimal gezielt. Hier muss alles stimmen, damit er reingeht. Aber es wird besser von Schuss zu Schuss. Der wäre aber drin gewesen. Ja. Ich setze dich schon ein bisschen unter Druck hier. Mal gucken, was jetzt bei dir kommt. Aber mal gucken. Vielleicht mal Torwart-Eck einfach probieren von da. Vielleicht kommt der. Oh! Die hat sich wild gesenkt. Einfach aufs Netz rauf. Bin ich auch voll mittig. Genau in dem Moment, als ich hochgehalten habe, dachte ich, was mache ich hier? Warum bin ich in der Mitte? Egal. Der kam ja, bei wobei dir dann, gut. Wenn der Mitte steht, ist manchmal so. Oh, doch, ich finde, der ist drin. Ey, ich hab wieder full aufs Lattenkreuz. Ich muss den ein bisschen runtersetzen. Na, der wäre sonst einfach aufs Lattenkreuz geflogen. Ich muss den ein bisschen niedriger setzen. Oh, jetzt der dritte. 25 Meter. Boah, Neuer chillt full weit rechts. Hä, hey, wenn du den gut schießt. Ey, was für ein Neuer, Sommer natürlich. Dann müsste der drin sein, oder? Jo, mit Außenriss. Ja, okay. Ich hab voll gechoked, Mann. Der war ein bisschen so. So, von hier kommt der jetzt. Mignon, Latte rein. So, diesmal. Ah, erstmal Torwart umstellen. Okay, der ist perfekt gezielt. Nein. Nein, was? Du Pfosten, Mann!
Bock null, Pfosten, Latte, alles einfach. Man macht aber Unterschied, ne? Also ich hab's bei mir auch gerade gemerkt. Ich habe mir mehr Zeit gelassen beim Zielen. Kam direkt viel besser. Ah, Sommer macht sich lang, guter Mann. Ja. Der muss jetzt langsam mal wild kommen. Der bleibt an der Mauer hin. Nee. Was für hängen bleiben! Was für hängen bleiben! Schöner Knuckleball, der war ehrlich richtig gut. Da machst du gar nichts als Torwart, gar nichts. 25 Meter, gar kein Problem. Wir hätten sogar schon ein paar mehr reingehen können. Aber es war an der Zeit, dass mal einer reinfliegt. Aber ja, erstmal muss ich noch ein paar reinmachen. Aber bin gespannt, was jetzt kommt hier. In der Weekend League schieße ich die besser. Hier ist zu viel Druck jetzt. Hier geht es um mehr als in der Weekend League, sag ich dir. Hier steht mehr auf dem Spiel. Was? Okay, der ist okay, nicht okay. Drin! Gib her, wie ist denn her. Drin? Schnell weg damit. Einfach Linie, oh mein Gott. Ey! Ich dachte jetzt so Torlinientechnik und der Ball ist drin. Ey, aber wenn. Also, ich fand, Sommer hätte da drankommen können bei dir gerade. Naja, der ist ehrlich nicht so krass, aber. Der ist komisch gesprungen. So flach ist der gesprungen. 24 ist trotzdem okay oder sagen wir neue? Nee, passt, mach einfach. Ja, okay, mal ohne Nackel, weil ich schieße einfach auf. Grün! Oh! Okay, ich hab den Dreh raus langsam. Hä, ist Sommer gesprungen überhaupt? Ich hab irgendwie nur hinter der Mauer gesehen, dass er so gegangen ist oder so. Ich weiß gar nicht. Also Sommer ist komplett los. Aber das waren 24 Meter. Ich würde sagen, schieß einfach noch. Ja, komm, du kriegst auch rein aus 24. Aber ich weiß nicht, ob dieser eine Meter so einen Unterschied macht. Aber jetzt musst du auch reinmachen, sonst Blamage. Nein, du hast es gerade auf 24 Meter geschoben. Wenn der nicht drin ist jetzt, dann ist vorbei. Hier, genau 24. Drück. Boah. Sommer! Anstrengend. Das wird jetzt hart, wenn der auch drin ist. Ich hätte den Dreh raus langsam. Ja. Ah, zu doll, oder? Oh mein Gott, wie krank ist der geflogen, Mann! Oh mein Gott! Der hat 7 Kurven gemacht in der Flugbahn. Das war mal Knuckleball mit so viel Kraft. Aber wenn du alles hinkriegst, lohnt sich schon beim Knuckleball. Der kommt gut dann. 26 Meter. So groß bleiben. Das war Katastrophe. Okay, wir haben 7 zu 7 jetzt noch. 3 Schüsse. Du hast 2 gemacht, ne? Na, wenn genau. Du jetzt machst, dann musst du schon alle treffen. Bei dir, wenn du schießt, sieht das immer so voll nah aus. Weißt du, was ich meine, wenn man so von oben schaut? Aber wenn man dann da so steht und den Ball schießen will, voll das weit weg. Komplett irgendwie. Weit weg, 25, boah, genau. Ich probiere mal was anderes. Ich versuche mal was anderes. Ich mache den angedreht. So von Sommer wegdrehen. Hab ich auch schon 2-3 Mal gemacht. Oh mein Gott! Hä, wie krass hat er sich gedreht? Der hat zu viel Effekt. Ich hab einfach in die Mitte vom Tor gezielt, der hat ihn trotzdem vorbeigedreht noch. Ja, okay, bei denen muss man ehrlich auch den Dreh raus haben. Das wird jetzt 2-3 Schüsse dauern, bis ich genau weiß, wo ich da hinziehe. Ich glaube, ich gehe lieber zu meinen alten Methoden gleich wieder. Der muss 24 rein. 24 gebe ich dir. Nimm mit die 24. Sommer! Erster Katze! Ey, schau, ist der Rainer besser irgendwie. Als mein Sobosly oder was ist da los? Okay, ich hab Idee. Wenn du jetzt machst, hast du gewonnen schon mal. Ja, dann hab ich safe gewonnen. Dann kannst du recht teuer werden hier in diesem Video. Warte, wie kann man das machen? Ey, aber einen Freischuss hätte ich doch machen müssen. Am Anfang habe ich gut geschossen, jetzt so nach der Zeit. Also, ich sag mal so, hast du irgendwie Bronze-Sommer abbekommen oder was ist da los? Ey, was ist das denn? Oha, der hat gar keinen Bock. Oh mein Gott, der springt nach hinten ins Tor rein. Ihre Mann. So, Schadensbegrenzung kannst du noch machen jetzt. Ja, 2 Schüsse hast du, ne? Ja. Komm, Sommer, Digga, komm, Sommer. Catch den wieder.
Oh, der ist grün. Ui! Wolltest du Knuckleball machen? Ja, aber wieso schieße ich so scheiße? Aber die roten Karten werden auf jeden Fall verteilt. Gleich kommt noch Team-Discard. Gar kein Bock. 26, ja, passt. Ey, nicht einen gemacht, ne? Ah, das wird gleich. Ah, ja, da kommt jetzt so ungenau. Hätte mir weniger Kraft gemacht, wäre wieder gut gekommen. Egal, einfach hoffen, dass Sommer den hält, dann ist alles gut. Er muss ehrlich rein. Oder zumindest nochmal wild kommen. Also am Anfang waren gute mit dabei, ne, aber zum Schluss hin wurden die ein bisschen fragwürdig. Dieser eine Lattentreffer. Ja, dieser latte Linie, der war geisteskrank. Aber mal gucken, was jetzt kommt. Ich merke, er lässt sich Zeit diesmal. Oh. Okay. Okay. Nehme ich mit. 13-0, 3 Discards. Das schmeckt. Obwohl du vorher sogar noch trainiert hattest und so, ne? Videos gescoutet hast. Ja, du machst das tagtäglich. Ich hab das jetzt zum ersten Mal. Ey, Mann, schade. Naja, egal. Dann einmal raus, ne? Vorbei. Ja, ach, du Scheiße. Ey, mir geht's gar nicht um die Discards. Ich wollte doch nur einen machen. Einen so schönen Treffer machen. Oh mein Gott. Aber okay, du hast auch nur 3 gemacht. Du bist so Spezialist darin, eigentlich. Hä? Hey, ja, okay, aber ich hatte auch ein paar Mal Pech, muss man sagen. Die Distanz war auch schon groß, ne? Ah, ja. Aber egal. Egal. Wir nehmen 3 Spieler mit. Wir nehmen einmal den rechten Stürmer. Wir nehmen, okay. Rechtes ZM. Und rechter Innenverteidiger, also diese Linie einmal. Also, du hast Guerrero in Form getroffen, Müller Moment 89, den kriege ich dann auch nicht mehr wieder, weil das war eine SBC, und Sobos Sly Future Star. Der hat's aber auch verdient. Der hat's echt verdient, oh, der ist heftig, Junge, wie viel kostet der? 361.000 habe ich bezahlt. Also insgesamt so, denke ich, knapp 600.000 so mit Müller, glaube ich. Nice, nice. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel der SBC mich kostet. Ja, harte Sache. Dann baller ich in den SBC rein, ne? Ja, man, einfach Gold-Upgrade oder so, oder was du noch offen hast, einfach reintun. Weg mit Ölen. Ja, Freunde, also ich habe dann hier jetzt Gold-Upgrade abgegeben. Müller 89, Sobosai 88. Ja, hat trotzdem übertrieben Bock gemacht. Hier mal ein paar Freistöße, mal was anderes. Aber ich glaube, gegen Danny auch zu gewinnen, in dem Gebiet ist fast unmöglich, oder? Ah, es geht. Also 3 war jetzt auch jetzt kein Kunstwerk, glaube ich, 3 reinzumachen. Gibt schon Leute, die hätten mich vielleicht in dem Video geschlagen. Ich habe schon ein paar Mal so Challenges verloren, muss man sagen. Aber ja, ja, war schon ein interessantes Duell, fand ich. Und jetzt die Discards noch so zu treffen, schmeckt eigentlich. So, das war's noch schon seit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, checkt den Kanal von Fulki ab. Wir machen dort noch ein Rematch. Da machen wir 11 Meter. Das ist eigentlich komplett 50-50. Wer das Ding nach Hause holt, und da gibt es auf jeden Fall auch wieder einige Discards. Danke nochmal an die Virtual Bundesliga Club Championship bei Bevestor für die Kooperation. Vergesst nicht, das Finale der VBL Club Championship dieses Wochenende abzuchecken, um zu sehen, wer da deutscher Meister wird. Wir sind raus, macht's gut. Ciao.